Es ist nicht zu spät, umzukehren, Kratos. Nichts Gutes birgt diese Reise. Die Götter... Ich habe genug von den Göttern. Kehre zurück zum Olymp und lass mich in Frieden. Dein Bruder war eine Gefahr für den Olymp, Kratos. Was geschehen ist, war notwendig. Vergib mir. Vergib mir. Verstammt. Warum? Warum hast du nicht geholfen? Ich war dort wegen dir, Kratos. So warst du sicher. Und was war mit ihm? Ich hätte ihn retten sollen. Es steckt mehr dahinter, als du für möglich hältst, Kratos. Lügen und Rätsel. Das alles ermüdet mich, Athene. Ich rette meinen Bruder. Und du misch dich nicht dabei ein. Tja. Jetzt hat sie ihn eigentlich erst recht wütend gemacht. Man soll Kratos eigentlich nicht provozieren. Das kommt dann nur dabei raus. Aber das wissen wir ja. Aber damit, hi gute Wie und willkommen zurück zu Let's Play God of War Ghost of Sparta. Poseidon ist not amused, dass ich seine Statuen, dass ich seine Stadt versenkt habe. Und seine Statuen müssen wir jetzt erstmal aktivieren. Im Nexus von Atlantis. Ah, schon wieder Besuch hier. Ach komm schon, was ist denn das? Warum habe ich denn jetzt auf einmal so viele von denen? Ich mach's alles, diese Viecher. Hallo? Oh, ich brauche erstmal ein bisschen Luft. Jetzt ist ja übertrieben. Ich kann hier gar nichts machen. Oh, komm. Nein, das wollte ich gar nicht. So, jetzt bin ich dran, ne? Dankeschön. Die ganze Zeit kloppte mir hier einen auf den Ditz. Ohne dass ich was machen konnte. Das sieht schon so aus, als ob ich die hier kaputt machen soll. Warte mal, das machen wir hier mit. Das geht doch schneller. Ach so, ich habe sie mir nur vorbereitet. Kratos ist mal wieder zu wenig. Hat heute Morgen eine extra Portion Spinat gehabt. Ja! Mit Sicherheit! Mein Freund, hör doch auf zu zaubern. Ach so, ich habe gesehen, wo es lang geht. Ich hätte es gewundert. Ich meinte das um und dann passiert nichts. Ja, also wie gesagt, ich muss diese Statuen aktivieren. Da sind wir jetzt mal stehen geblieben. So in etwa war auf jeden Fall die Beschreibung vom Wirbel Atlantis. Dann wollen wir doch mal sehen. Ah. Gibt schon wieder Besuch. Oh, nee, nee, nee. Nee, 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 nee! Ach, komm schon. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder neu gehen. Stimmt, da war noch was mit Zünde so und so viele Gegner an. Das müsste ich mal machen. Ja, yeah. Schön in der Luft rumgeflogen, Kratos. Also ich werde jetzt von einem Kampf in den nächsten geschleudert. Das ist ja auch ekelhaft. Warte mal, warte mal, warte mal. Das Auge von Atlantis ist doch das, was ich immer aktiviere. Ah, fehlen noch ein paar Orbs. Ich
möchte euch gerne anzünden. Okay, das war doch effektiv. Ich muss aufpassen, dass diese Gorgonen nicht singen. Komm schon, komm schon. Mach die platt. Okay. Pack sie, pack sie, pack sie. Nein, 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 für Frustelemente sorgen. Aua. Nein, nein, nein. Es muss doch möglich sein, dieses Mistvieh davon abzuhalten. Komm schon! Geht eigentlich meistens gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn diese Mistviecher es schaffen. Reiß es ab! Den Kopf. Habe ich die Runde bestanden? Tatsächlich. Coole Schnitzel. Jetzt können wir mal kurz gucken. Fast genug Orbs. Fast. Also irgendwie muss ich die noch aktivieren. Das ist, steht fest. Frage jetzt halt nur wie. Aber wenigstens kann ich erstmal meine Energie auffrischen. Ich safe erst beim nächsten wieder. Ein bisschen Kulanz muss ja da sein. Unsere Stadt ist gefallen! Ja, bereits erfunden, der Spartaner. Das war nur ich. Rennt die ganze Zeit gegen die Säule und dann sieht er mich kommen und dann. Was ein Trottel. Geht's aber echt gut. Moment mal, waren wir. Oh nein, 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 nein. What the fuck? Jetzt muss ich abhauen, bis meine Feuerenergie wieder aufgeladen ist. Vielleicht mach das mal so. Toll. Weg, weg, weg. Nein, das wollte ich nicht machen. Kratos. Gut. Jetzt hat er sich schön verausgabt. Den wollte ich gar nicht. Den wollte ich greifen. Gib her. Nicht ich mein Pumpkreisel. Schwein. Jetzt haben wir wieder ein Automatonrad. Praktisch immer nur wieder, wie lange. Weil wir es ja eh wieder abgeben müssen. Und das war's für diesen Kampf. So, jetzt können wir das mal wieder upgraden. Das Auge von Atlantis wollte ich jetzt upgraden. Poseidons Hut, schnell abtippen und mehr Bögen zu zahlen. Und das ist auch schon voll. Dann werden wir als nächstes entweder das hier machen oder erstmal Irenis Geisel. Ich weiß es noch nicht. Na, wie ist es nicht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, gell? Ich mach doch gar nichts. Hm.
Wie sieht das denn hier aus? Leute, habt ihr nicht mal aufgehört? Ne, warte. Magie nehme ich mit. Dankeschön. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ja, sexy. Dann sind die auch auf Maximum jetzt. Vogelgrippe, das ist böse. Ah ja. Ich sehe schon, wofür das Automatenrad verwendet wird. Das, wie sich das anhört. Ja doch, die Rätsel für... Dafür, dass es ein Portable-Spiel ist, sind die Rätsel doch schon nicht schlecht. Und die kleinen Einspieler. Okay, ich habe das aktiviert, aber was frage ich jetzt, wie geht's jetzt weiter? Ich muss wahrscheinlich erstmal wieder dahin zurück. Zum Glück, nein. wo ich eben hergekommen bin, als ich das Ganze aktiviert hatte. Beziehungsweise dorthin, wo die letzte Statue mich gedroppt hatte. Die Kamera hat ja auch einen kleinen Schwenker gemacht, das muss jetzt von dieser Perspektive aus angucken können. Warte mal. Ah, schon wieder ein Kampfring. Das wollte ich auch nicht. Ich war ja mit was anderem beschäftigt. Oh nein, 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 nein. Das war knapp. Boah, war das knapp. Alter. Mein lieber Scholli. Weg. Los, Upan, Upan. Upan, Upan, what the fuck? Ihr Mistviecher, ey. Haha, das hat sogar noch gefruchtet. Wow, wow, wow. So, du bist als nächstes fällig. Nein, Quicktime Event verbaselt. Nein, 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 nein. Noch einmal. Zack. Und... Ey, sag mal. Willst du mich verarschen? Ab mit ihrem Kopf! Oh, coole Schnitzel. Schneller, Kratos! Und down. Es hat erst so ausgesehen, als ich von der anderen Seite kam, als ob es hier zwei Durchgänge gäbe. War aber nur eine optische Täuschung. Ah, ja. Ah! Timmel! Lauf, Schlampe, lauf! Wer hat denn jetzt die Tür wieder zugemacht hier? Das ist ja unhöflich. Aber die Stimme macht die Tür zu. Und wir sind wieder im nächsten von der Sand. Ah! Da bin ich aber hergekommen, oder? Aber ach so, jetzt ist das aber aktiviert. Oh. Frage ist aber jetzt, betrifft das alle oder nur den einen? Ui, der hat das aber hier kaputt gemacht. So nach dem Motto, ne? Wenn schon zerstört ist. Wenn es eh schon zerstört ist, wer pfeift dann noch auf den Collateral Damage? Mit hier. Gesundheit brauche ich nicht, habe ich noch. Schnell! Hilfe! Wer will was? Daneus, ach, den kenne ich auch. Tja,
Ich wollte euch einen Besuch abstatten. Darf ich nicht? Ich habe gehört, Atlantis soll um diese Jahreszeit eine reine Touristenattraktion sein. Schöne herrlicher Badeorte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dein Empfang? Achtung, schlechter Wortwitz incoming. Der ist schon schockierend. Voll ins Schwarze. Achso. Muss ich wieder zur anderen Stelle? Den einen da, den Brutz finden sie aber auch gut. Soviel zum Thema Rise of Electro. Ah, hier fallen gerade nur blöde Wortwitze, das gibt's ja gar nicht. Das habe ich ja schon mal besser hingekriegt. So, das ist wieder ein Automat. Ich schätze mal, du hast dafür keine Verwendung mehr, Kollege. So, und wie? So, komm ich rüber. Alles klar. So, brauche ich hier was? Nö, hab ich noch genug. Hoppi, noch genug. Muss ich wieder die Tür öffnen hier. Und uff, damit nahm er das nächste Automatenrad zum Einsetzen. Naja. Anschließend geht's da drüben weiter. Ach du Scheiße. Ja, mit Sicherheit. Ich kümmere mich erstmal um die hier auf der Brücke, bevor ich die da hinten attackiere. Weil die haben echt ein mieses Aiming. Boah, die brutzeln aber echt gut hier. Stabilen Hufbrutschler. Mann, ich stab eine Wurst. So, der Uff, der mit. Ah, noch einer. Jetzt sieht's aber aus, als ob wir es geschafft hätten. Und... coole Sache. Bleiben aber noch zwei. Es sei denn, ich habe mit zwei zusammen aktiviert. Ich glaube, ich muss. Ich glaube, das zählt doch nur pro Nase. Wir werden sehen, beziehungsweise pro Statue. Nehmen wir erstmal hier die Truhen wieder mit. Ja, hallo? Wie lange soll ich hier noch gedrückt halten? Geht doch. Und. Ruf damit! Und erstmal schauen, wo ich lang muss. Hier ist nix. Da ist auch kein Durchgang. Hier drüben auch nicht. Also, dann bleibt ja nur noch dieser Tunnel. Irgendwas vibriert hier, ey. Die ganze Zeit, mein Controller geht gerade echt so leicht ab. Das ist hier krass. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, ey. Ihr wollt mich doch verarschen, dass ich da jetzt durchschwimmen muss. Komm, Kratos. Scheiße. Oh nee, ich hatte es fast, Alter. Ich schwimme erstmal ganz gemächlich. Bis daran, wo die Dinger zufallen. Jetzt warte ich erstmal.
Hey, das war sinnvoll sogar. Komm schon, zieh dich. Alter Scholli. Welche Übertreiber hier sind, ey. Okay, da vorne geht's wieder in den Strudel. Wuhu! Das macht Laune, wa? Alter! Die sind aber am Durchdrehen da. Heiliger Bimbam. Geht das hier lang? Auf jeden Fall. Nein. Tauchen, nicht aufsteigen. Auf jeden Fall ist hier eine Truhe. Uff, damit. Mal kurz mal schauen. Was haben wir denn hier Feines noch drüben? Oder kann ich da nicht durch? Achso, da darf ich nicht durch. Alles klar. Dann geht's ja nur in diese Richtung weiter. Whee! Achso. Das war zum kaputt machen. Ich mach's kaputt. Ich bin so wedisch wieder. Und was haben wir hier oben Feines? Luft. Oh ne, da hinten sind schon wieder solche Geier, ne? Hier sind doch Hunde, ey. Aua. Das tut doch weh, was du machst. Haha, ausgetrickst. Wie war das? Ich meine Hunde da. So, einmal wieder öffnen, bitte. Minotaurenhorn! Ist die jetzt auch auf Maximum, die Feueranzeige? Ja. Geile Sache. Vorsicht, bissiger Stier. Hören wir doch das mir mal. Ich wollte nämlich gerade sagen. Hä? Das hätte ich doch erhöhen können. So. Oh, da fehlen aber noch ein paar Orts. Und wenn ich gerade das nicht auf Maximum kriege, ist auch nicht so schlimm. Was ich auf jeden Fall auf Maximum haben wollte, habe ich. Auf Maximum. Oh, schon wieder ein Kampfring. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Hier kam ich ursprünglich. Ist es jetzt gut? Alter, nee. Dieser Harpie, ne? Oh, ne. Jetzt kommt noch so ein Klotz von der Otz. Ja, Scheiße. Schmeiß dich nicht. Bro. Zwei von denen, Alter, wollte mich denn gerade voll verarschen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gut, den Essen hätte ich. Komm, Kratos, schnell. So. Und. Finish him. Oh komm, ey. Wie viele kommen denn da noch? Was ist das denn für ein Scheiß?
Und... Zack. Pushe. Mach dich kaputt, ich sag's dir. Gut, Nächle. Holy shit. Achso, es zählen also immer zwei. Alter, was geht denn? Holy crap. Jetzt gemacht. Ja. Ja. Komplette Brücke habe ich gebaut. Wie fetzig. Sieht das denn aus, bitte? Oh, diese Kameraschwenke, ey. So geil. Brücke zur Vergangenheit. Wir haben Poseidons finale Prüfung Wir haben Poseidons finale Prüfung abgeschlossen. Die Domäne des Todes steht nun offen. Atlantis liegt in Trümmern. Doch das kümmert uns nicht, denn wir werden jetzt die Wahrheit herausfinden. Schon in der nächsten Folge, jetzt da wir das untergegangene Reich des Meeres, des Gott des Wassers und des Meeres hinter uns gelassen haben. Vergesst nicht, eine Bewertung und einen Kommentar zu hinterlassen. Seid gespannt drauf, wenn wir uns dem Final Showdown nähern. Und ich bin hier raus. Peace out.